150 Werke auf 4000 Quadratmeter verteilt auf zwei Museen. Die Ausstellung «Chinese Whispers» sprengt Grenzen. Zu sehen ist Crème de la Crème von der chinesischen Gegenwartskünstler, wie zum Beispiel der bekannte Ai Weiwei, der mit einer Installation vertreten ist. Ermöglicht hat die Ausstellung der Uli Sick, ehemaliger Botschafter, Unternehmer und vor allem Kunstsammler. Mit mehr als 2200 Werken gilt seine Sammlung als weltweit bedeutendste. Seit dem ersten Tag ist er fasziniert, was China kunstmässig zu bieten hat. Es ist sicher die Art, wie die Kunst die Realität von China spiegelt, und zwar über die letzten 40 Jahre, wie sich das Land dramatisch gewandelt hat. Nie kann man das besser ablesen als in der Gegenwartskunst. Für den Uli Sick ist diese Ausstellung gleichzeitig ein Abschied. Ein Grossteil von seiner Sammlung hat er nämlich am neu gegründeten M+-Museum in Hongkong vermacht. Ab 2019 wird der spektakuläre Museumsbau von den Schweizer Architekten Herzog und Dümmeron eröffnet. Tut Ihnen das nicht weh, dass Sie da von Ihren Kindern lassen müssen? Ich hatte Zeit gehabt, oder, um die Trauerarbeit zu leisten und mich zu trennen. Ich habe sie ja noch etwa 2-3 Jahre, bis das Museum in Hongkong erst steht. Im Gegensatz zu den meisten anderen privaten Sammlern hat der Uli Sick seine Sammlung nicht nach persönlichen Vorlieben zusammengestellt. Es war ihm ein Anliegen, eine repräsentative Sammlung aufzubauen. Diese Vielfalt widerspiegelt sich auch in der Berner Ausstellung. Im Kunstmuseum geht es um die Identitätssuche von chinesischen Künstlern zwischen Ost und West. Das Paul-Klee-Zentrum auf der anderen Seite konzentriert sich auf Werke, die sich auf die jüngste Geschichte und Kritik am Regime beziehen. Die Ausstellung läuft ab dem Freitag und dauert bis zum 19. Juni.